Hallo und willkommen zu einem neuen Speedbuild bei Sims 2. Und zwar haben wir heute nicht nur eine Villa, sondern wir bauen heute ein Apartment, wo dann verschiedene neue Sims einziehen können. Mindestens ist das der Plan und ja, am Anfang sieht man, habe ich jetzt einiges immer wieder umgestellt und bis ich es dann so hatte, wie ich es wollte, am Ende muss ich dann noch mal ein bisschen was ändern, weil ich ein paar Aspekte des Apartmentbaus nicht wusste. Das habe ich auch hinbekommen. Beziehungsweise es gibt eine Sache, die habe ich erst gemerkt, da wo ich jetzt schon fast das zweite Apartment so gut wie fertig habe. Also den zweiten Apartmentblock. Die sich hier ein bisschen auskennen, werden das vermutlich schnell bemerken, die sich nicht auskennen. Es ist so, in den Apartments kann man keine Möbel außer Küchen und Bäder reinstellen. Bäume im Garten gehen auch noch, aber alles andere wird einfach wieder rausgeschmissen. Das wusste ich nicht, jetzt habe ich die alle eingerichtet, die Apartments. Nicht so cool. Ich musste nämlich nochmal alles machen. Und hier habe ich mich auch verbaut im Sinne von ersten und zweiten Stock. Nein, aber das musste ich später, musste ich nochmal ein paar Dinge ändern. Und ich weiß noch nicht, wie ich es jetzt mit dem Einrichten mache, weil nicht einrichten ist blöd, aber wenn ich es einrichte, dann ist das halt auch irgendwie doof. Sehr doof. Habe ich alle vier Apartments gleich. Oder versucht ziemlich gleich zu machen. War es ja jetzt nichts anderes als die Villen, die man gebaut hat, außer dass ich halt ein paar Aspekte nicht erwusste. Wie wir dann am Ende sehen, wie ich sie versucht habe zu retten. Und leider muss ich auch dazu sagen, hat bei der Aufnahme das Aufnahmeprogramm ein bisschen Probleme gemacht. Das heißt, zwischenzeitlich bekommt ihr einfach nur ein paar Standbilder. Aber eines nach dem anderen. Jetzt habe ich im Prinzip die Grundbasis des Hauses fertig. Bis auf eine, und zwar später kommen noch vier Keller darunter. Und halt der Zahn, der jetzt noch gleich rumkommt. Und hier habe ich natürlich im Flur nicht eingerechnet gehabt, dass ich noch eine Treppe reinbauen muss.
ganz was Neues. Weil ich halt nicht nur im Keller angefangen habe. Aber ich glaube, ich habe dann bei jeder Wohnung eine entsprechende Lösung gefunden. Am Ende gibt es wieder überall Boden. Und ja. Dann noch überall die Türen rein und aufpassen, dass kein Apartment mit dem anderen verbunden ist. Ich habe eine Tür falsch gesetzt gehabt, habe es aber dann noch gemerkt. Hier habe ich dann überlegt, welche Wandfarbe ich außen nehme. Schlussendlich habe ich mich für was ganz anderes entschieden. Hier sind wir dann bei dem, das wir bei mir so nicht richtig aufgenommen hat. Zumindest ist das erste im Lies, das bei, ich glaube, 2 von 4 Häusern, Wohnungen passiert. Hier war das Thema, weil für die 4 Apartments habe ich mir tatsächlich Themen überlegt. Hier war das Thema Schwarz-Weiß. Keine Ahnung, hat mir irgendwie gefallen. Also habe ich versucht, alles so ein bisschen Black and White-mäßig zu halten. Auch einzurichten. Bin mir nicht ganz sicher, bei allem glaube ich hat es nicht funktioniert. Ja. Da läuft das Bild wieder und dann habe ich wieder völlig unnötig in der Küche rumprobiert, weil ich das immer noch nicht ganz raus hatte. Ich will doch nur eine Ecktheke. Was ist da dran so schwer? Und am Schluss bin ich dann sehr standardmäßig mit der Küche gegangen. Und ich glaube, die erste Wohnung hat mich tatsächlich am meisten Zeit gekostet. Wobei, ganz sicher bin ich mir nicht, aber hier sieht man schön, ich habe vergessen, dass ich einen Keller habe. Nachhinein muss ich auch so ein bisschen feststellen, dass es sein kann, dass man zum Beispiel die Duschen nicht nutzen kann. Dass ich die eventuell nochmal ändern muss.
weil die Duschen ja halb rund sind und dann kommt der Sinn irgendwie nicht richtig hin. Das habe ich aber auch erst bei, ich weiß nicht, irgendjemand hat so eine Dusche und ich habe immer so blöd hingestellt, da hat es nicht funktioniert. Mal schauen, ob das daran gelegen hat oder nicht. Aber man lernt ja immer dazu. Ich bin ja auch kein absoluter Profi. Ich mache das ja nur zum Spaß und der Freude. Und das habe ich auch zum Spaß und der Freude gemacht. Ich wollte unbedingt eine Kommode ans Bett ändern. Keine Ahnung warum. Und eine Sauna in den Keller. Und an die Außenwand in die Sauna nicht, weil. Also stellen wir sie mitten in den Raum. Ja, das Haus hat einen Wellnessbereich unten reinbekommen. Bei dem anderen habe ich unterschiedliche Sachen reingepackt. Fragt mich bitte nicht, was das Lammeschild dazu suchen hat. Mir hat es einfach gefallen. Keine Ahnung. Der Bau, weiß ich jetzt nicht, was er wert wäre. Ich habe mir irgendwo einen Zwischenwert aufgeschrieben gehabt, bevor ich das nochmal ändern müsste, weil sonst ging kein Apartment. Ich habe bloß irgendwie den Zettel verlegt. Beim besten Willen nicht mehr gefunden. Nein, aber so kann ich jetzt nur sagen, was die Apartments ungefähr wert sind. Was ich mir denke, dass eigentlich auch gar nicht so uninteressant ist. Es ist vielleicht sogar das Interessantere. Aber wie gesagt, das sind Apartments ohne Möblierung, außer Küche und Bad, Dinge. Bäume und sowas. Ich glaube, im Garten ist auch noch ein Teil geblieben. Kann man nicht ändern. Aber der Wert lag jetzt am Ende zwischen 6.000 und ein bisschen über 7.000 Miete in der Woche. Also die sind ziemlich teuer. Keine Ahnung, wie ich das mit meinen Sims anstellen soll, dass ich es zahle. Aber nachdem das Ganze ja jetzt nicht komplett ausgestattet kommt, dachte ich mir, gut, dann muss ich das ja nicht alles auf einmal ausstatten. Die einzige Frage, die halt noch bleibt, ist, mache ich es weiter? So, dann hier wird es wieder ruckelig, da habe ich das zweite Apartment angefangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier noch bin. Ich weiß bloß, dass ich das zweite ziemlich grün machen wollte. Was jetzt so wahrscheinlich auch nicht passieren wird. Thank you.
jeden Fall wollte ich in dieses Haus einen Pflanzennamen packen. Ach ja. Und da geht die Aufnahme wieder. Nein, ich wollte einen Pflanzennamen reinpacken, sprich. Keine Ahnung, ich wollte einen Pflanzennamen reinpacken, der die Farbe grün mag. Sprich, hier ist alles grün. Braun und voller Pflanzen. Pflanzen kommen gleich noch. Ja, aber es hat Spaß gemacht, so wirklich extrem themensortiert das versuchen zu aufzubauen und auszugestalten. Vor allem der Keller von diesem Gebäude. Ich würde es lieben. Weil der ziemlich cool ist. Ich weiß zwar nicht, wie sinnvoll das ist, aber das werdet ihr gleich sehen. Ich habe in jedem der Apartments zwei freie Räume, beziehungsweise Räume, die ich dann teilweise doch verwendet habe. Aber das Problem hierbei ist ja, ich kann Apartments nicht ausbauen. Im Sinne von, ich mache sie größer. Könnte ich wahrscheinlich schon, aber es wäre halt wirklich umständlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann bauen wir da gleich zwei Zimmer rein. Wenn man dann, keine Ahnung, wenn es zum Beispiel Kinder gibt, da Kinder reinpacken oder wenn sie irgendein Hobby haben, wo sie einen extra Raum brauchen. Ja, solche Dinge halt. Da sind wir beim Keller. Und ja, es ärgert mich ein bisschen, dass das alles rausgeflogen ist. Aber gut, den Vorteil hat es halt jetzt, dass ich das, was das in allem Geld hat, dass ich halt wirklich nur das jetzt noch reinbauen kann. Nur die Organisation weiß ich jetzt noch nicht, wie es ist. Vor allem weiß ich nicht, soll ich die anderen Apartments jetzt vollständig ausstraffieren und mir im Prinzip doppelte Arbeit machen. Oder nicht, beziehungsweise das ist ja keine doppelte Arbeit, weil ich weiß ja nicht, ob ich es dann ganz ausstraffieren kann. Wenn ihr eine Meinung habt, könnt ihr die gerne abgeben, entweder in den Kommentaren oder ich. Ich glaube, ich pack's auf den Briefkorb. Weil ich selber bin mir da noch nicht schlüssig. Ja,
meine, ich kann das Apartment hier schon mal bauen, dann ausstaffieren kann ich noch nachholen. Sollte es der Fall sein. Aber gut. Das war's, glaube ich, dann auch. Genau, das war's bei der zweiten Wohnung. Und wir kommen zur dritten. Erstmal wieder diese gehasste Kellertreppe. Wobei mir die Lösung dann, glaube ich, ganz gut gefallen hat. Und wie man vielleicht schon vermuten könnte, durch die Staffeleien sollte das Ganze so ein bisschen künstlerartig sein. Und was man jetzt noch nicht vermutet, oder nicht vermuten kann, ist, dass ich diesem Künstler zugeschrieben habe, dass er die Farbe blau mag. Schlussendlich kommt jetzt wahrscheinlich irgendjemand rein, wo ich nicht weiß, was er macht. Ja. Wir passen es dann auf die Bedürfnisse an, aber eigentlich war es mal so gedacht. Aufgefallen, wie ungünstig das Ganze ist. Und habe dann einen Teil eben an der Wand gefahren. Wobei ich nicht alles geändert habe. Weil das Bett hat mir einfach tierisch gut gefallen. In dem Stil und... ja. Aber hier im Bad kann man es jetzt schön sehen. Und auch in der Küche. Blau, blau, blau. Ich weiß, was ich mir noch gedacht habe. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber sämtliche Böden laufen in eine Richtung. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit das stimmt. Aber ich habe schon mal gehört, dass kreative Leute manchmal so kleine Spleens haben, so Dinge, die sie halt einfach brauchen. Und ich dachte mir, hey, der mag halt die Böden alle in die gleiche Richtung in der ganzen Wohnung. Ich fand die Idee ziemlich cool. Darum sind sie alle in der Wohnung. Aber wie gesagt, nachdem wir jetzt nicht wissen, wer da reinkommt, sei mal dahingestellt. Ich hoffe, dass ich den Künstler ein. Das Wohnzimmer ist auch sehr blau geworden. Und auch hier wieder Bett und Kommode verbunden. Das, glaube ich, ist mein neues Hobby. Falls ihr euch jetzt wundert, ich habe das Video versucht für Sonntag fertig zu bekommen, aber mein PC hatte gemeint, er mag nicht und er ist zwischenzeitlich abgestürzt, weil Soundcloud am Bearbeiten war. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe
zum Schneiden des Bildmaterials von dem Apartment. Die Übergänge waren irgendwie 10 Sekunden lang oder so. Bei einer Stelle, zwei Stellen. Und dann habe ich das noch korrigiert und dann hat das Ganze ungefähr 10 Stunden rendern müssen, weil der Bau hat 9 Stunden gedauert und mein PC mag mich nicht in letzter Zeit. Das heißt, der hat extrem lang gebraucht. Also der hat wirklich fast die Zeit gebraucht, die ich auch zum Bauen gebraucht habe. Und wenn das 9,5 Stunden waren, dann hat der auch die 9,5 Stunden gebraucht. Und dann musste ich ja erst noch das Sprechen aufnehmen, das habe ich aufgenommen, da ist mir das aber erst aufgefallen. Dann musste ich das nochmal wiederholen und jetzt spreche ich es nochmal. Also ich habe die Aufnahme eigentlich schon gemacht und musste jetzt einfach nochmal wiederholen. Aber hey! Vielleicht nicht ganz so viel Scheiße gelaufen wie vorher. Ich bin mir nicht sicher. Ja, da unten im Keller habe ich dann noch so ein kleines Zimmer reingerichtet. Und dann, genau, sind wir schon beim letzten. Und jetzt werdet ihr merken, warum ich gemeint habe, vielleicht ist es doch ein bisschen ungünstig, wenn ich das vorherige so gut, so rot mache. Denn das hier wird wirklich komplett rot. Halt, ja, das Thema war rot. Das ist auch eine Sache. Wenn ihr eine Idee für ein Thema habt, könnt ihr mir das sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich das ja umsetzen, mal für einen Raum oder auch für ein Apartment, weil da werden ja noch ein paar Videos kommen. Und ja, erstmal ein paar Videos und dann kommen zwei Villen nochmal. Und dann kommen noch mehr, weil ich brauche irgendwo noch bisschen mehr Platz und es werden nicht alle so riesig und so extrem also sie werden schon ausstrukturiert und alles sein, ausgestrukturiert, ausgebaut sein oder auch nicht. Küche und Bad wird auf jeden Fall drin sein Garten, je nachdem was es für eine Art von Garten dazu kommt, wie ihr dann eines bekommt oder so. Egal, darum kommt es gar nicht drauf an, es wird verschiedene Arten geben. Das sind jetzt sehr, sehr teure, die eigentlich rein theoretisch für etwas reichere gedacht sind, wo ich jetzt nicht weiß, wie mache ich das am besten. Und praktisch gesehen wird es welche geben, die, keine Ahnung, für einen minimalen Preis auch da sind. Wobei mir da einfällt, ich wollte noch was ausprobieren. Sollte ich bei Gelegenheit noch machen. Gerade wenn ich dann sage, okay, der ist jetzt nicht ganz so gut betucht, weil, keine Ahnung, er streitet sich mit den Eltern, zieht früh aus, dann haben die natürlich noch nicht so viel Geld angespart und rein theoretisch ist es dann ungünstig, wenn ich aus der Kasse der Erwachsenen oder der Eltern dann das ganze Geld rausnehme. Also da muss ich noch gucken, wie ich das mache, weil ich finde es echt Blödsinn. Aber gut, dann im Keller habe ich einen Hobbyraum eingerichtet, den wir nie wieder so sehen werden wahrscheinlich. Wobei rein theoretisch können da ja ganze Familien jetzt drin. Auf jeden Fall Hobbyraum und kleine Wellness-Oase und einen Garten, der einfach für Partys perfekt ist. Also der ist ausgelegt, da können Leute kommen. Ja, jetzt können keine Leute mehr kommen, weil jetzt ist gar nichts mehr drin. Ah, ich werde noch so oft drauf rumhacken, weil ich das wirklich ein bisschen ärgere.
Und oben habe ich halt diese kleine Familien-Grill-Station. Aber ja. Und das war dann die Einrichtung der Apartments. Und jetzt kommt noch meine verzweifelte Suche nach dem Problem, warum zur Hölle ich kein Apartment daraus machen konnte. Und ja, ich habe irgendwie 10.000 Mal gespeichert, weil ich mir wirklich sicher sein wollte, dass das gespeichert ist. Und mir ist zwischenzeitlich dann sogar passiert, dass das Ganze einfach weg war, das Grundstück. Ich war so froh, dass ich mir eine Sicherungsdatei erstellt hatte. Und dann habe ich zwischenzeitlich wieder gegoogelt und gesucht und irgendwann bin ich dann dazu gekommen, da habe ich schon angefangen gehabt, das zu ändern, bevor ich gemerkt habe, ey, du hast dein Aufnahmeprogramm nicht laufen. Darum bin ich da schon ein bisschen weiter und zwar habe ich da im Prinzip das Ganze auf dem Fundament gelegt. Weil das liebe Spiel gemacht hat, wenn du da eine Treppe drin hast, vom Fundament in den Garten, selbst wenn der Garten abgezäunt ist, dann können wir das nicht als ein Apartment sehen, dann geht das nicht. Und gibt es noch eine viel lustigere Sache dann, die kommt dann bei, gemerkt habe ich später, die kommt dann beim zweiten Apartment. Das war auch sehr lustig, das endlich hinzubekommen, dass das funktioniert hat. Und zwar beim zweiten Apartment war das Problem, das wollte er mir nicht als Apartment erkennen. Natürlich hat er mir nicht hingeschrieben, bei welchem Apartment das Problem war. Das wäre ja zu einfach gewesen. Er hat einfach nur gemeckert. Er hat nicht mal gemeckert. Er hat mir einfach nur hingeschrieben, hey, du hast da bloß 3 Apartments. Das werden wir auch sehen. Ich habe so oft hin und her geklickt. Und dieses Fundament hat sich auch nicht auf einmal machen lassen. Also Verzweiflung, Verzweiflung. Am Ende wachsen jetzt Bäume auf Terrassen. Und hier habe ich einmal nochmal alles komplett. Ich glaube, das ist mein bisher letztes Speedbuilding. Aber ich dachte mir, hey, ich pack's trotzdem mal eines raus, weil jetzt geht's mir wieder nicht auf mit meinen Videotagen. Obwohl ich überlegt habe, ob ich vielleicht am Samstag, Sonntag ein Video mache, dann. Ich hab's jetzt einfach so gelassen. Das finde ich auch ganz praktisch. Es ist halt nicht so. Dann nochmal alles wieder dahin gerichtet, wo es hingehört. Das war's dann, glaube ich, auch so ziemlich, was ich da noch angestellt habe. Von daher würde ich sagen. Ach nein, war es noch nicht ganz. Das Problem mit den 3 Apartments. Das Problem ist dieser Zaun beim zweiten Apartment, weil der nicht geschlossen war, aber trotzdem als Grenze erkannt wurde, weil der am Haus angegrenzt wurde oder so. Ich weiß es nicht genau, aber deswegen hat das nicht funktioniert. Nicht, dass ihr euch wundert, ich probiere jetzt noch zigtausend Sachen rum. Nachdem ich das alles gemacht habe. Aber gut, ich verabschiede mich bereits, weil sonst bin ich wahrscheinlich wieder zu lang. Und ich hoffe doch, dass es euch gefallen hat, auch wenn das jetzt sehr, sehr lange war und ich sehr, sehr nervtötend wahrscheinlich gequatscht habe. Macht es gut. Bis dann. Ciao.